Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich die Reihe der Vorträge heute hier eröffnen darf. Mein Name ist Markus Pöhlmann, Universität Potsdam. Ich möchte mit Ihnen ein bisschen einen Schritt zurückgehen von dem, was Sie hier in der Ausstellung in der Masse sehen, nämlich Zweiten Weltkrieg, und zwar in den Ersten Weltkrieg. Der ist panzermäßig ein bisschen weniger erforscht als der Zweite Weltkrieg. Und wollte mich eigentlich mal nur einer Frage widmen, und das ist die Frage, die mir bei meinen eigenen Arbeiten immer wieder auffiel, eine ganz banale Frage eigentlich: Warum haben die Deutschen eigentlich den Panzer nicht erfunden? Das ist, haben Sie vielleicht sich auch schon mal überlegt. Dazu eine Vorbemerkung: Die Folie enthält ein Foto, was für Kinder nicht geeignet ist. Ich weiß nicht, ob Kinder da sind, aber das nur vorausgeschickt als Hinweis. Wenn wir heute uns aus der Rückschau auf 100 Jahre Erster Weltkrieg eigentlich den Krieg betrachten, fällt auf, dass dieser Krieg über weite Strecken ein extrem symmetrischer Konflikt gewesen ist. Die Streitkräfte der großen Militärstaaten waren alle nach mehr oder weniger ähnlichen Gesichtspunkten organisiert. Sie kämpften mit weitgehend vergleichbarer Taktik und sie verfügten auch über mehr oder weniger dieselben Waffenarsenale. Gerade bei den Waffen, also den Werkzeugen des Krieges, muss man die Ausnahmen eigentlich fast mit der Lupe suchen. Der Panzer ist in dieser Hinsicht eine Ausnahme. Er ist auch insofern eine Ausnahme, als dieses Waffensystem tatsächlich erst im Verlauf des Krieges erfunden wurde. Die meisten der im Großen Krieg verwendeten Waffen waren schon vor 1914 eingeführt worden. Einige waren zwar bekannt, aber noch nicht sehr weit entwickelt oder in großer Zahl hergestellt. Ein Panzer hat es tatsächlich vorher nicht gegeben. Er war ein Produkt dieses Krieges selbst. Im Jahr 1914 war das Deutsche Reich eine führende Industrienation des europäischen Kontinents, vielleicht auch weltweit führend. Das Land hatte damals das zweitgrößte Heer der Welt. Sein Offizierkorps galt als hervorragend ausgebildet. Stahl, Kanonen und Motoren made in Germany stehen eigentlich bis heute ja sinnbildlich auch für die industrielle und für die militärische Dynamik dieser Jahre. Und trotzdem wurde diese Armee eigentlich im Krieg dann von der Erfindung des Panzers komplett überrascht. Ich möchte mit Ihnen also heute drei Fragen klären. Erstens, wenn die äußeren Bedingungen so vorteilhaft waren, warum haben dann die Deutschen den Panzer vor 1914 nicht erfunden? Ich möchte dann im zweiten Schritt fragen, warum traten die Deutschen ab Ende 1914, wo ja doch der Bedarf an einem gepanzerten Vollkettenfahrzeug im neuartigen Stellungskrieg eigentlich ja scheinbar so offensichtlich wurde, warum sind sie da nicht in die Entwicklung eingetreten? Und wenn wir das geklärt haben, werden wir uns drittens mit der Frage befassen, wie hat die preußisch-deutsche Armee auf die Herausforderung der militärischen Mechanisierung reagiert, als seit September 1916 ja britische und ab April 1917 auch französische Panzer auf die deutschen Linien zurollten. Warum also ist der Panzer bis Kriegsbeginn 1914 nicht in Deutschland erfunden worden? Dazu muss man sich zunächst einmal den Stand der drei Faktoren oder der drei Parameter von militärischer Mechanisierung vergegenwärtigen, und das wird für die meisten von Ihnen nichts Neues sein. Panzerung, Feuerkraft und Beweglichkeit sind die entscheidenden Parameter. Während das Deutsche Reich vor 1914 in der Fertigung von Panzerstahl und von Geschützen weltweit führend war, vollzog sich die Einführung des Verbrennungsmotors beim Heer sehr viel schleppender. Die Devise beim Heer war eigentlich: Wir beobachten die Entwicklung im zivilen Markt und beim Gegner, und wir setzen eigentlich auf ein Subventionsmodell. Das Heer förderte vor 1914 die Anschaffung von zivilen Lkw, wenn die Besitzer bereit waren, im Fall der Mobilmachung dann ihr Fahrzeug requirieren zu lassen. So war natürlich militärische Motorisierung nicht
vorstellbar. Es waren eigentlich keine Anreize geschaffen für eine vollumfängliche militärische Motorisierung zunächst mal. Und diese Motorisierung bildet ja dann auch die wichtige technische und vor allen Dingen auch so ein bisschen die geistige Voraussetzung für eine weitergehende Mechanisierung. Hier ist man also bis 1914 nicht sehr weit gekommen. Tatsächlich hat es durchaus Pionierarbeiten für entsprechende Waffenplattformen gegeben, etwa den Grusonschen Fahrpanzer, den wir Sie hier sehen, dann die Panzerautomobile, die bekanntesten sicher von Erhard und von Austro-Daimler vor 1914, schon um 1956 auch getestet in den großen Heeresmanövern, sowie das Motorgeschütz des österreichischen Oberleutnants Gunter Burstin, das ja jetzt so auf den ersten Blick dem, was wir uns unter Panzer so vorstellen, relativ nahe kommt. Das ist übrigens nur ein Modell natürlich. Der Burstin-Panzer ist nie gebaut worden. Was allen diesen drei Projekten allerdings fehlte und was so ein bisschen das Missing Link in der Entwicklung bis 1914 ist, ist ein kriegstauglicher Gleiskettenantrieb. Sie sehen hier nochmal die drei Parameter und was dann fehlte, ist dieser funktionierende Gleiskettenantrieb. Es gab ab 1904 bereits Patente von Holt und von Hornsby in Großbritannien bzw. USA, die waren aber im Deutschen Reich kaum bekannt geworden. So tritt der merkwürdige Fall ein, dass im Herbst 1916, als die Armee mit den britischen Panzern konfrontiert ist, das preußische Kriegsministerium erstmal in Ungarn einen landwirtschaftlichen Kettenschlepper ankaufen muss, um überhaupt dieses Prinzip zu verstehen, wie diese Ketten funktionieren. Der Panzer blieb also bis zum Kriegsausbruch immer noch mehr als die bloße Summe dieser drei möglichen und taktisch auch wünschenswerten Einzelparameter. Einschränkend wirkte außerdem die in die Jahre gekommene Organisation der militärischen Forschung und Entwicklung und auch ihr Verhältnis zur Privatwirtschaft. Eine Erfindung wie das Burstin-Motorgeschütz musste hier unter den damaligen Umständen so ein bisschen zwischen die Stühle von Artilleriebeschaffungsbehörden und Verkehrstruppen fallen. Da war man sich also nie ganz sicher, was ist das? Ist das eine beweglich gemachte Artillerie oder ist das ein Fahrzeug, auf dem eine Kanone steckt? Da sind also große Unterschiede dann natürlich eigentlich zu beachten. Auch aus der Industrie kamen eigentlich keine Vorschläge, was aber nachvollziehbar ist, weil sich derartige Spezialfahrzeuge in Friedenszeiten aus unternehmerischer Perspektive natürlich überhaupt nicht rentieren. Ein letzter Grund für das Ausbleiben einer deutschen Erfindung ist ganz banal. Der Panzer war auch bis dahin bei keiner der anderen großen Militärmächte eingeführt worden. Militärische Innovation, die passiert ja nicht einfach so, wenn sie technisch möglich ist, sondern da gibt es Voraussetzungen. Eine Voraussetzung ist ein ganz konkreter Bedarf und der kann dadurch entstehen, dass beim Gegner oder bei anderen großen Militärmächten etwas eingeführt ist, was auf der eigenen Seite nicht existiert. Dieser Druck ist vor 1914 also nicht entstanden. Und schließlich muss man auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass solche Innovationen auch das Ergebnis sind von relativ zähen und langwierigen Auseinandersetzungen um finanzielle, personelle und auch technische Ressourcen in der Friedenszeit. Steckt man diese Ressourcen in ein Projekt, fehlen sie natürlich beim anderen und die Diskussion um Rüstungshaushalt, das ist nichts, was es nur bei uns gibt, das gab es vor 1914 im Deutschen Reich auch schon. Vielleicht steht einem hier auch ein bisschen so das populäre Bild vom Militär im Kaiserreich etwas im Weg. Tatsächlich stand das angeblich so allmächtige Militär vor 1914 in Deutschland unter einem enormen Modernisierungsdruck. Das Budget war beschränkt, zumal ja auch die Marine immer größer wurde und einen entsprechenden Anteil vom Budget beanspruchte. Das Kriegsbild vor 1914 war
nach 40 Jahren Friedenszeit relativ vage. Bei aller Erkenntnis um den Wert etwa der Maschinengewehre, moderne Schnellfeuerartillerie und Befestigung standen oder strebten die Planer eigentlich doch einen Bewegungskrieg mehr oder weniger an. Und in einem solchen Kriegsbild und bei einem damaligen Stand der Fahrzeugtechnik war für den Panzer beim besten Willen eigentlich nur die Rolle eines Sonderfahrzeugs zu erkennen. Andere Entwicklungsprojekte und vor allen Dingen die laufende Ausstattung des dann 1912-13 nochmal stark vergrößerten Massenheeres waren da vorrangig. Somit komme ich eigentlich bei der Beantwortung der ersten Frage zu dem Ergebnis, dass das Ausbleiben dieser militärischen Innovation Panzer als Ausdruck für eine vermeintliche Rückständigkeit zu der preußisch-deutschen Militärelite nicht wirklich taugt. Vielmehr ergibt es sich für mich eigentlich fast zwingend aus dem zeitgenössischen Kriegsbild, aus dem schwachen Bewusstsein um militärische Motorisierung insgesamt und aus den konkreten Schwerpunkten der Heeresrüstung in den letzten Friedensjahren. Kommen wir zur zweiten Frage: Warum ist der Panzer dann eigentlich bis September 1916 nicht erfunden worden? Dass der Panzer auf deutscher Seite zwischen Kriegsbeginn und dem Auftreten der ersten britischen Tanks im September 1916 nicht erfunden wurde, hat viel mit den institutionellen Rahmenbedingungen und mit den militärischen Mentalitäten auch der Friedenszeit zu tun. Denn der Forschungs- und Entwicklungsprozess hatte ja mit dem Kriegsbeginn keine wirklich grundlegende Umstellung erfahren. Zwar befasste sich jetzt auch die höchste militärische Kommandobehörde, die oberste Heeresleitung, OHL, mit Fragen zu neuen Waffen. Sie löste aber formal nicht das preußische Kriegsministerium ab, das hier die Zuständigkeit hatte. Somit entwickelten sich an der Front und in der Heimat überschneidende Zuständigkeiten, Parallelentwicklungen auch, und auch eigene Ressortinteressen natürlich. Überhaupt waren die Beschaffungsbehörden in den ersten zwei Jahren des Krieges vollends damit beschäftigt, Kriegsmaterial zunächst mal in ausreichender Menge für die neuartigen Materialschlachten bereitzustellen. Im Unterschied oder im Gegensatz zu Großbritannien und auch Frankreich fällt auf, dass es im Deutschen Reich eigentlich keinerlei persönliche Initiativen aus der Politik und aus der Rüstung gegeben hat. Damit soll also nicht gesagt werden, dass der Panzer letztlich nur das Produkt von der Ideen von großen Männern ist, die so die genialen Ideen eines Ernest Swinton, eines J.F.C. Fuller oder eines Jean Estienne aufgegriffen hätten und ihn dann auf dem politischen Markt Beachtung verschafft haben. Aber es geht schon ein bisschen auch um den Einfluss der Institutionen, für die solche Politiker und Industriellen gestanden haben. Und dieser Einfluss, der scheint im Deutschen Reich eigentlich rückblickend sehr gering gewesen zu sein. Also pointiert gesagt, ein Walter Rathenau hat es eben in der deutschen Panzerrüstung nicht gegeben. Der Panzer ist auch deshalb keine deutsche Erfindung geworden, weil sich die Deutschen, und das darf man nicht vergessen, zwischen Oktober 1914 und September 1916 an der Westfront über die längste Zeit mit Ausnahme von Verdun in der Defensive befunden haben. Und wenn es auch das Ziel jeder militärischen Führung gewesen ist, wieder operative Handlungsfreiheit zu erlangen, so waren die taktischen Realitäten in diesem Zeitraum doch andere. Die Entwicklung einer ausgesprochenen Offensivwaffe wie dem Panzer war unter diesen Bedingungen nicht unbedingt prioritär. Eng verbunden damit war auch die Eigenart, dass das preußisch-deutsche Heer in seiner starken Ausrichtung auf den Bewegungskrieg eher an der Optimierung von Verfahren und weniger stark an der Innovation der Hardware des Krieges interessiert war. Rückblickend drängt sich mir der Eindruck auf, dass es in dieser Phase des Krieges eher darum ging, den Stellungskrieg zu perfektionieren, als ihn zu überwinden. Kommen wir zur dritten Frage: Warum ist das Heer dann von 1916 bis 18 gegenüber seinen Gegnern im Hinblick auf die Mechanisierung so ins Hintertreffen geraten? Mit dem Auftreten britischer Tanks an der Somme im September 1916 hatte sich die Lage natürlich grundlegend geändert. Diese Tanks, so die zeitgenössische Bezeichnung, waren nun eine Realität, und zwar eine, die auf die deutschen Soldaten zurollte.
Warum die deutsche Panzerrüstung derart hinter ihren Gegnern zurückblieb, wird in der Literatur für das Jahr 1917 als Folge einer verfehlten Organisation des Forschungs- und Entwicklungswesens gesehen. Das ist sicher zutreffend. Allerdings gilt auch, 1917 blieb ja die geschilderte defensive Ausrichtung im Westen weiter bestimmend. Großbritannien sollte jetzt durch den uneingeschränkten U-Boot-Krieg aus der Koalition dagegen herausgebrochen werden und das Heer sollte in derselben Zeit an der Westfront sich defensiv verhalten. Gleichzeitig sollte ein großes Rüstungsprogramm die Ausstattung mit Maschinengewehren, Geschützen, Minenwerfern und Munition verbessern. Diese strategische Neuausrichtung war vorgegeben durch die seit August 1916 im Amt befindliche dritte oberste Heeresleitung unter Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff. Nun zählen die Versäumnisse bei der Panzerrüstung zu den wenigen Punkten, die selbst eingefleischte Befürworter dieser dritten obersten Heeresleitung vorwerfen. Haben also, kurz gefragt, Hindenburg und Ludendorff die Panzerrüstung verschlafen? Ja und nein. Denn betrachtet man die erste Reaktion der OHL auf das Aufkommen der Tanks, so war die durchaus angemessen. Sie forderte nämlich das Kriegsministerium auf, die Waffe möglichst schnell und in erforderlicher Zahl zu entwickeln. Aber nachdem der erste Tankschrecken überwunden war, ist die Haltung der Heeresleitung dann doch in eine relativ starke Abhängigkeit von dem schwachen taktischen Eindruck der gegnerischen Waffe geraten. Wie aber kam die OHL dazu, dem Panzer immer weniger Beachtung zu schenken? Lässt sich das mit einer fatalen Frontfremdheit der Generalität erklären, wie das der Burstin-Biograf Walter Albrecht einmal getan hat? Ich glaube, da liegen die Dinge schon etwas komplizierter. Grundlage für die Bewertung der obersten Heeresleitung waren vielmehr die negativen und vielfach beruhigenden Bewertungen, die aus der Front kamen. Ein Schrei nach eigenen Tanks hat es in Deutschland 1916-17 seitens der unteren und mittleren Führungsebenen nicht gegeben. Solange die gegnerischen Tanks von technischen Kinderkrankheiten geplagt waren und solange sie in vergleichsweise geringer Zahl auftraten, wurden sie zur leichten Beute von Feldartillerie und Infanteriegeschützen. Der Tenor der deutschen Erfahrungsberichte, vor allem der Infanterie und der Feldartillerie, war: Wir schaffen das schon, wenn ihr uns nur ausreichend Abwehrmittel an die Hand gebt. Das an sich sehr effektive deutsche Führungsprinzip, zu dem ein auch selbstkritisches und gleichzeitig top-down und bottom-up verlaufendes Berichtswesen gehörte, hat in diesem Fall des Panzers ohne Frage versagt. Das Problem der OHL war also nicht, dass sie etwa frontfremd gewesen sei, sondern ganz im Gegenteil, dass sie die situativen Einschätzungen der nachgeordneten Führungsebenen viel zu sehr sich zu eigen gemacht hat. Für das Kriegsjahr 1917 ist die grundsätzliche Entscheidung der OHL gegen eine Priorität bei der Panzerrüstung also logisch, sie ist aber auch fatal gewesen. Denn diese Haltung führte zu einer schleichenden Vernachlässigung des Potenzials der Waffe an sich. In dem Moment, wo die OHL dann im Frühjahr 1918 von der Defensive in die Offensive umschalten wollte, fehlte ihr unabhängige Expertise und sie hatte den Anschluss an die Entwicklung der zweiten Generation leichter Panzer verloren. Es fehlte ihr eine Vorstellung davon, was man überhaupt mit dem Waffensystem erreichen wollte. Es fehlten ihr vor allen Dingen aber auch eigene Panzer, weil sie die Produktion des am weitesten fortgeschrittenen Typen A7V aus Zweifel an dessen Fronttauglichkeit noch vor Beginn der eigenen Offensive eingestellt hatte. Die ungenügende Aufsicht über den Forschungs- und Entwicklungsapparat hatte mittlerweile zu einer Vielzahl von konkurrierenden Projekten geführt, die allerdings eins gemeinsam hatten: Das Bessere war zum Feind des Guten geworden. Von diesem ernüchternden Gesamtbild der Panzerrüstung hebt sich ein Bereich positiv ab, und das ist die Instandsetzung von Beutepanzern. Während der Schlacht von Cambrai im November 1917 und im Verlauf der deutschen Frühjahrsoffensive von 1918 hatte das Heer britische Tanks in großer Zahl erbeutet.
Diese wurden zentral im belgischen Charleroi instand gesetzt und ab März 1918 gegen die Alliierten umgedreht. 6 der 9 im Verlauf des Krieges aufgestellten Sturmpanzerkraftwagenabteilungen bestanden aus Beutefahrzeugen. Das Problem mit Beutefahrzeugen war nur, dass die Deutschen diesen Fuhrpark nur ergänzen konnten, solange sie selber in der Offensive waren und neue Panzer erbeuten konnten. Aber damit war Mitte Juli 1918 Schluss. Die OHL hatte nicht nur für die eigene Frühjahrsoffensive auf eine eigene Panzerwaffe praktisch verzichtet, auch in die viel gerühmten Vorschriften für die Abwehr bzw. den Angriff im Stellungskrieg ging die Idee einer mechanisierten Kampfführung nicht mehr ein. Für Ludendorff blieb der Krieg letztlich bis zum Ende bestimmt von der alten Dreiheit Kämpfer, Maschinengewehr und Geschütz, wie das der Militärpublizist und General Ludwig von Eimansberger aus der Rückschau einmal kritisch vermerkt hat. Am Ende sprechen die Zahlen für sich. Insgesamt hatte das Heer bis Kriegsende 20 A7V, circa 5 bis zu 10 leichte Kampfwagen Typ LK2 und etwa 180 britische Beutepanzer ins Feld führen können. Diesen knapp 200 Fahrzeugen stand auf alliierter Seite eine Gesamtfertigung von wenigstens 6.838 Panzern gegenüber. Das Kräfteverhältnis lag bei der Waffengattung also bei 273:1. Die Antwort auf die Frage, warum die deutsche Armee mit der eigenen Panzerrüstung nicht vorankam, lautet also: Im Jahr 1917 hat man geglaubt, dass man eigene Panzer nicht brauchen würde, und im Jahr 1918 hätte man sie gebraucht, hat sie sich aber nicht mehr leisten können. Kommen zum Schluss. Die Anfänge der deutschen Panzerwaffen sind ein Thema, das weit mehr zu bieten hat als nur Schrauben und Kaliber. Tatsächlich lassen sich anhand eines einzelnen Waffensystems, glaube ich, weitergehende Fragen von Militär, von Technik und auch Kultur im industrialisierten Massenkrieg untersuchen. Militärgeschichtlich ist der Panzer hochinteressant, weil er tatsächlich eben erst im Verlauf eines Krieges auftrat. Er hat den Charakter des Ersten Weltkriegs zwar nicht mehr umstürzend verändert, aber 1918 war jedermann klar, dass die Waffe im Krieg der Zukunft eine zentrale Rolle spielen würde. Für die Technikhistoriker könnte diese Waffe als ein Musterbeispiel für die Frage nach technischer Innovation gelten. Deren Rahmenbedingungen unterscheiden sich in Krieg und Frieden grundlegend. Die bis 1918 entwickelten Panzer wie der A7V erscheinen uns heute natürlich als krude Stücke Metall, die konstruktiv keine Zukunft hatten. Wir sollten aber nicht vergessen, dass sie unter extrem äußeren Bedingungen innerhalb von nur 2 Jahren entwickelt und auch gefertigt worden. Wenn man sich die Zyklen in heutigen militärischen Beschaffungsvorgängen vor Augen hält, das sind 2 Jahre natürlich radikal schnell. Schließlich die kulturelle, militärkulturelle Perspektive. Am Panzer lässt sich meines Erachtens gut aufzeigen, dass die Armeen in die gemeinsame Laborsituation des Stellungskriegs verfrachtet, durchaus abweichende Problemlösungen entwickelt haben. Diese waren nicht nur operativ oder technisch bedingt, sondern sie erklären sich auch durch unterschiedliche militärische Denkstile. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar Ideen mit auf den Weg geben konnte, warum die Deutschen nun den Panzer nicht erfunden haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie den einen oder anderen Gedanken beim Gang übers Museum, vor allen Dingen bei der Besichtigung von Wotan natürlich, nochmal aufgreifen, und stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Danke.